Herzlich willkommen zurück zu Phantasy Star. Ich habe die Zeit ein bisschen genutzt, offline ein bisschen nochmal trainiert und Geld gesammelt, wie man sieht. Es hat sich auch einiges verändert. Alice hat neue Sprüche gelernt, genauso wie Noah. Noah kann zum Beispiel jetzt den Exit und den Teleport-Zauber. Der Exit-Zauber ist einfach nur dazu da, um den Dungeon zu verlassen. Was mir ganz gut entgegenkommt. Und der Teleport-Zauber ist genauso wie Alice ihr Fly-Zauber, dass man sich einfach von dem Ort, wo man gerade ist, außerhalb eines Dungeons, in die letzte Stadt zurück teleportieren kann, in der man in der Kirche war. Sprich, man sollte am besten immer, wenn man jetzt in irgendeine spezielle Stadt immer zurück möchte, vorher die Kirche besucht haben, weil sonst hat man das Problem, dass man in eine komplett andere Stadt rüber teleportiert wird, und das ist natürlich nicht im Sinne der Idee. Ich habe Geld und geh mal gucken. Nee, die DMD-Armor kann ich mir leider nicht leisten. Das ist die beste Rüstung, die Alice im Spiel tragen kann. Meine Finanzen sind zwar nahe dran, aber es reicht einfach nicht. Und ich habe jetzt keine Lust, groß weiter noch Geld zu sammeln im Moment. Schauen wir uns mal um, was wir uns sonst noch irgendwie leisten können und wie wir uns ausrüsten können. Was zum Beispiel sehr wichtig ist und was ich mir als nächstes definitiv holen werde, ist, mal eben gucken. Und zwar gibt es, glaube ich, hier im Secondhand Shop, in dem Teil der Stadt, die magische Lampe. Die bewirkt, dass wir in egal welchem Dungeon wir gehen, Licht haben. Sprich, dass wir uns keine Flashes mehr kaufen müssen. Ja, hier gibt es die für 1400. Und die werde ich mir auch holen. Dann kann ich mal eben gucken. Ich glaube, ich habe noch einen Flash im Inventar. Den könnte ich mal eben verkaufen dann. Ist zwar jetzt nicht allzu viel Geld, aber 10 Mesetas ist ja nichts. Aber man nimmt es trotzdem mit. Man nimmt, was man kriegt. So. Nee, ich gehe lieber erstmal Ausrüstung kaufen und dann kaufe ich Burger. Ich glaube, das Schwert, was es hier gibt, das CRC-Schwert, das hatte ich, glaube ich, schon gekauft, oder? Ja, mal eben gucken. Ja, das habe ich schon gekauft. Dementsprechend brauche ich das nicht nochmal kaufen. Nee, gehen wir außen lang. Ich glaube, das ist schneller. Als wenn ich jetzt erst auf den Flughafen gehe und dann wieder vom Flughafen aus wieder weiter zum anderen Teil der Stadt. So, heilen wir uns mal eben und dann gucken wir nochmal nach, was es hier zu kaufen gibt. Ups, da wollte ich jetzt nicht rein. Gibt's eh nur Transa Flash Escaper. Boah. Ich depp. So. Ich glaube, hier gab es ja nur Schilde. Aber vielleicht gibt es ja das. Gibt es ja ein ordentliches Schild. Ein CRC-Schild. Das würde ich mir, glaube ich, zweimal holen. Ich gehe mal eben gucken, welches Schild ich jetzt zurzeit habe. Hier habe ich das Eisenschild und Odin hat das Bronzeschild. Ne, dann hole ich mal zweimal das CRC-Schild. Ich glaube, beide müssten das tragen können. Ich probiere es erstmal mit einem Schild aus und gucke nach, ob ich den zweiten ausrüsten kann oder nicht. Item: CRC-Schild. Alice kann das benutzen. Und das wird sich bei ihr auch definitiv lohnen. Inwiefern sich das auswirkt, zeige ich gleich, wenn ich denn. Ja, das geht bei ihm auch.
So, dann kaufe ich noch ein zweites und dann gucken wir mal nach, um wie viele Punkte sich das verbessert, die Abwehr. Nutzen wir die Situation mal eben. So. Alice hat im Moment eine Verteidigung von 105. Mit dem CRC-Schild ändert sich das und wir haben eine Verteidigung von 113. Ach, mehr, das ist jetzt nicht die Welt, aber es ist schon etwas. Odin, der hat eine Verteidigung von 73. Und mit dem CRC-Schild hat er eine Verteidigung von 88. Das hat sich schon eher rentiert. Dann geben wir die Schilde mal eben verkaufen, die alten. Und nochmal ein bisschen Geld in die Kasse zu spülen. So. Eisenschild bringt mir 260. Und das Bronzeschild bringt mir 155. Das ist schon okay. Damit kann ich leben. So, wir sind voll geheilt. Das können wir nochmal eben kurz gucken, wie viel Leben wir haben. Also, es ist schon, ganz gut geworden inzwischen. Noah, aufgrund der Tatsache, dass er zu spät kam, oder dass sie zu spät kam, und aufgrund auch der Tatsache, dass das Magier ist, hat nicht ganz so viel Leben. Wobei sich das zum Ende noch ändert. Ich glaube, Noah hat auf Maximallevel sogar mehr Leben als Odin. Was mich sehr, sehr, sehr wundert, weil Odin ja diesen starken Krieger darstellen soll und dass dann ein kleiner Magier mehr Leben hat als ein Krieger, finde ich etwas unrealistisch. Mann, ich möchte nur in die Stadt da. Lasst mich durch. So, ich glaube, die hieß Scorpio oder Giob oder sowas. So, guck mal, was es hier gibt. Gibt es hier Rüstung? Ja, hier gibt es Rüstungen. Zierarmor. Gehen wir mal eben gucken. Die Zirconia-Armor war es, glaube ich. Ja, ich habe eine Lederrüstung. Deine Eisenrüstung. Dann kaufe ich zweimal die Zierarmor. Die müsste nämlich bei beiden doch nochmal einen kleinen Schub geben. So. Dann vergleichen wir das auch nochmal. Erstmal auf Status gucken. So, Alice hat 113 Verteidigung im Moment. Und mit der Zierarmor erhöht sich das Ganze auf 138. Das ist schon 25 mehr. Das ist schon happig. Odin hat jetzt eine von 88. Und mit der Zierarmor erhöht sich das auf 98. Nochmal 10 drauf. Das ist schon okay. So, dann gehe ich nochmal drüben verkaufen. Und kaufen wir mal eine Menge Burger, weil wir bald auf längere Reisen gehen. Und da kann ich die Heilmittel natürlich sehr gut gebrauchen. Des Weiteren spart mich mir Zeit, indem ich nicht immer wieder, wenn ich dann irgendwie irgendwo ankomme, erstmal wieder was zu Heil kaufen muss. Also bei den Rüstungen springt ja nicht allzu viel ab. So. Dann machen wir unser Inventar mal ein bisschen voll mit Burgern. So, der erste. Nein. Zweite Burger. Drei. Vier. Es kann einen Moment dauern. Ich muss halt ein paar mehr Burger kaufen, oder ich will ein paar mehr Burger kaufen, das trifft sie näher. Die Cola will ich eigentlich nicht kaufen, weil die lohnt sich überhaupt nicht mehr.
Ich meine, auch Burger lohnt sich nur noch bedingt, aber. Okay. Wenn ich nicht mehr tragen kann, habe ich jetzt. Doch, ich habe einige Burger. So, dann gehen wir jetzt zu einem Dungeon, der nichts mit der Story zu tun hat. So, nur mal eben kurz, damit wir hier in die Stadt teleportiert werden. Und wie gesagt, wir gehen in einen Dungeon, der nichts mit der Story zu tun hat. Sondern nur zum Ausrüsten gedacht ist. Das bringt einen nervt. Aber ist jetzt auch Geschichte? Jo. Und schmeißt nicht mehr Geld ab. Die Fischmen, die sind auch bei weitem keine Herausforderung mehr. Nicht so wie am Anfang. Im, ich glaube, im zweiten oder dritten Part. Aber bringen etwas Geld. So, hier haben wir den Dungeon. In dem Dungeon bist du nicht. Wie gesagt, nichts, was die Story vorantreibt. Aber eine Waffe für mich auch. Und das will ich meine ich nicht entgehen lassen. Nö, den Flash will ich nicht mitnehmen. So, dann betreten wir den Dungeon. Benutzen mal eben die Cola, die wir haben, weil die ist eh unnütz. Und so schaffen wir uns schon mal Platz. So geht das. Und ab ins Vergnügen. Der Dungeon geht über, ich glaube, mehrere Etagen. Dementsprechend kann das etwas dauern. Aber ich hoffe, das klappt alles super und wir kommen gut durch. Wie man sieht, die Gegner sind auch keine große Herausforderung mehr. Eine leere Kiste. Laufen wir einfach mal blind drauf los. Weil raus komme ich ja jetzt schnell. Dementsprechend mache ich mir da keine Sorgen. So, die Werfledermäuse mache ich jetzt noch platt und dann mache ich einen Cut. Dann ist nämlich die Zeit für heute auch schon wieder um, oder für jetzt. So.
Dann würde ich sagen, ich mache einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin und tschüss.